Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufführen? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut. Merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ach so. Dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist ebenso. Er ist zwar streng und manchmal laut, aber er meint es gut. Außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht bekomme. Keine Bange. Davon gibt es hier noch mehr. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert.
Da das Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilstreife gehen sollte, brauchen wir einen Ersatz. Wer kann das übernehmen? Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal.
Wir machen das, wenn sich alle anderen drücken. Sie wissen, was ich gern hätte, oder? Bitte sehr. Wohl bekomm's. Oh, was für ein Genuss. Thank you.